Recht herzlich willkommen zur 72. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir haben jetzt hier unsere Truppen noch ein bisschen dabei geholt. Jetzt müssen wir mal gucken. Das sind Pferdebuckner und das sind Speer. Okay, ich glaube, die Speer, die machen jetzt hier auch nicht gerade viel Wett. Da bräuchten wir ja noch irgendwelche anderen Truppen. Hatten wir irgendwo noch welche ausgehoben? Ja, die sind jetzt auch schon fertig geworden. Dann nehmen wir die und bringen die da auch noch runter. Die Speer waren jetzt nicht so der Bringer, aber okay. Sicher. Bringen wir die her und gucken, dass wir die Stadt schneller belagern oder besser belagern, wie man auch immer nennt. Ja. Stadt wird belagert, 3%. Ich weiß jetzt nicht, ob das, wenn mehr Truppen davor stehen, die Belagerung länger dauert. Auf jeden Fall wären wir gefasst, wenn da Truppen erscheinen vom Gegner, ne? Das wäre dann der Unterschied. Muss man mal gucken. Also die Zahl, die dauert ja jetzt ewig runterzuzählen sozusagen. Wenn man überlegt, dass es erst 3% sind, ne? Jetzt waren wir irgendwo angegriffen worden. Kampf nahe Bursa. Keine Ahnung, wo das war. War wahrscheinlich ein Händler. Jetzt müssen wir mal gucken. Stadt wird belagert. 4%. Jetzt während der Belagerung nicht möglich. Ja, da kann man noch fliehen und sowas machen. Ja, wir sind dann hier und können jetzt hier abwarten, was hier passiert, ne? Hat noch nicht nur eine Truppe mehr, wir haben noch eben 0% glücklich, ist auch klar. Hatten wir nicht noch eine Einheit? Ach, die sind da hinten sogar noch. Okay, dann hatten wir wohl schon mal vorher welche losgeschickt und die waren nur langsamer. Gehe ich von aus, ne? Anders kann es nicht sein. 5%. Ja. Wir hatten Geld gefunden, 400.000, aber wir hatten nur 300, das Geld geht gerade ziemlich hoch, ne? Wenn man natürlich Geld hat, dann kann man, wir müssen mal gucken, wo das hier ist, ne? Okay, das ist irgendwo unterwegs. Die machen jetzt gerade die Truppen kaputt, die Leoparden kaputt. Einer bleibt jetzt über, oder was? Nein. Und die sind auch unterwegs nach Aleppo, ne? Genau. Gut. Ja, das wird eine Weile dauern. Ich bin jetzt nicht sicher, aber es kommt mir so vor, als ob die Zahl schneller runtergeht, ne? Umso mehr Truppen da stehen, kann das sein? Aber wirklich kann man das nicht beurteilen. So, den Speer, den nehmen wir hier mal weg und gucken mal ein bisschen. Das sieht mir ja doch, was hier so los ist. Hier sind ja doch ein paar Wege. So gut wie angekommen. So gut wie angekommen, okay. Und da... Aufsitzen. Ist ein Händler, okay. Und da kommen auch noch Händler. Fast da. Zielort ist zu weit entfernt. Was sind das denn für kleine Dörfer hier? Interessant. Oh, die Karawanen, die sind aber flott unterwegs da, ne? Zielort zu weit entfernt. Kein Ding. Okay, dann dürfen wir dann nicht weiter, oder wie sehe ich das? Aufsitzen. Okay, wir erkunden mal noch ein bisschen hier. Fast da. Oh, die sind aber gut am Laufen, ne? Okay, was haben wir hier? Ist das schon die Ostsee? Nee, das ist es. Oh, was ist das? Schwarze Meer? Glaube ja. Okay. Da können die dann angehen. Ostsee ist ein bisschen weiter oben, ne? Kein Ding. Liegt in der Nähe. Nicht in der Nähe, genau. Aber hingehen tust du trotzdem hin, ne? Fast da. Da geht's jetzt mal. Aufsitzen. Das geht auch. So gut wie angekommen. Okay, da gibt's irgendwo eine Grenze, die wir nicht überschreiten dürfen. Wie sieht's hier aus jetzt? 11% ist schon mal was. Okay. Bautrupp, da wird ausgebaut.
aufsetzen. Händler, Händler. Das ist ein Handelsimperium. Kein Ding. Okay. Damaskus. Das ist auch so ungefähr die Grenze hier. Jerusalem. Aber nach Jerusalem dürfen wir nicht. So gut wie angekommen. Okay, dann sind wir am Mittelmeer. So gut wie angekommen. So, die Wolken haben wir da alle weggemacht, ne? Ziel ist erreichbar, gut. Aufsetzen. Gut, das hat soweit dann geklappt erstmal. Da haben wir ein bisschen was entdeckt. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass das hier runterläuft. Es ist 13%. Was soll man tun? Gute Frage, ne? Jawohl. Kann man da rein? Nein, kann man nicht. Es wird einfach nur besetzt, belagert. Jawohl! Nee, das wollte ich jetzt nicht. Jawohl! Geht das dadurch besser? Wird nicht lang dauern. Truppen befinden sich im Kampf. Jawohl! Truppen befinden sich im Kampf. Und die können nicht kämpfen. Sieht so aus, als ob, wo ich jetzt das alles angeklickt habe, ein bisschen schneller geht, ne? Kann das sein? Speer, den stellen wir mal auf der anderen Seite hin. Ja, 20% haben wir gleich, ne? Und 478 Truppen belagern die Stadt. Ja, und da oben sehen wir 483. Unser Geld steigert sich. Dadurch, dass wir Geld haben, können wir auch bessere Geschäfte abschließen. Ne? Unsere Händler können jetzt die passenden Waren hin und her schieben. Jetzt ist die Frage, wir haben ja noch einen über. Der befindet sich hier, ne? Oder? Nee, doch nicht. Der ist jetzt unterwegs. Ich weiß gar nicht, wo unser Händler ist, den wir gesteuert haben. Oder haben wir den auf Reise geschickt? Nee, ich glaube, der ist hier. Nee, doch nicht. Das war er nicht. Da Walter in Ankara. Okay. So, da müssen wir überlegen, von wo wir den noch schicken. Gute Plan. Von da. Nach da. Nach da. Und noch da. Ja, den schicken wir mal so los, dann hat er was zu tun. Das wäre sonst zu schade, den da rumstehen zu lassen, ne? Das ist, glaube ich, nur noch ein Bautrupp hier, oder? Der hat derzeit nichts zu tun. Straße updaten, geht das irgendwo? Ist die alles fertig? Hier, da geht was, die haben wir mal vor längerer Zeit gemacht, dann lass die doch auch fertig machen. Wir bauen alles aus. Na, dann baut mal alles aus. So, die sind beschäftigt. Irgendwo steht jetzt wieder ein Händler. Route aktivieren müssen wir natürlich noch drücken. Dann kann das auch klappen, ne? Und irgendwo haben wir noch eine Truppe stehen. Oder die ist jetzt fertig geworden wahrscheinlich. Ne, das sind die Truppen hier. Ja, 32%, es läuft schneller. Vielleicht kann auch sein, umso mehr man die Prozentzahl hochgetrieben hat, dass das dann auch schneller geht. Weil die Moral dann vielleicht sinkt in der Stadt. Gut, soweit geht's voran, ne? Hier oben ist nur eine Ringstraße, Pilsen. Weiß ich nicht, dass wer ist. Kann man das irgendwo... So gut wie angekommen. Nein, 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 nein. Nicht so gut wie angekommen. Du bleibst schön da, wo du bist. Und das ist hier. Ja, so. Auswählen, weg. Ja, hier sind noch so Sachen. Obwohl, wir können den Speer nochmal auswählen und ein bisschen... Hier, da leuchtet ja auch was. Aber das ist nur ein Banditenlager. Aufsetzen. Wir gucken mal, dass wir hier zum Beispiel die Waren wegkriegen, aber da laufen ja relativ viele Bären und sowas rum, ne? Ja, die greifen immer unsere Leute an, ne?
aufsetzen. Ah, jetzt haben sie dann da auch noch. Ah, die kriegen wir natürlich. Das Speer gleich weg. Ja, das war. Hat gut geklappt, ne? So, Izmir. Izmir hat auch die Möglichkeit, irgendwen anzu. Bogenschützenspeer. Pferdebogen. Ich glaube, wir nehmen die und bilden hier mal aus. Ich denke mal, drei Einheiten ist nicht verkehrt, ne? Und die werden wir gleich die Bären dann mal besuchen, würde ich sagen. Macht denn, ne? Ja, da sind wir schon bei 40%, das ist schon mal was. Das sind ja einige Stellen hier, oder? Da ist auch ein Bärenhaufen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und da sind drei Bärentruppen. Die werden komischerweise nicht angegriffen, oder wie sehe ich das? Ja, jetzt mir sieht schon schick aus, ne? Festigtes Kontor. Was die hier reinflitzen, ne? Machen wir. Sechzehntausend. Die Frage, ne? Ist gebongt. Ja, jetzt greifen sie an. Und jetzt kommen die anderen Bären noch hinterher. Hast du gesehen? Kaum zu glauben, oder? Hammer. Die sind wir los. Schade. 215 Bären, das ist reichlich. Nee, das bringt jetzt nichts, dass wir die dahin treiben. Die Axtkämpfer sind 100 Einheiten. Dann holen wir dann noch eine Truppe mehr raus. Ja, wir müssen sogar, wenn das 218 Bären sind, da müssen wir wohl ein paar Truppen mehr haben. Ist halt so. Hier geht's voran, die Hälfte ist schon weg. Das ist schon mal gut. Da ist die zweite Einheit. Was machen wir damit? Eingraben? Truppen eingraben geht auch. Interessant. Auf geht's! Machen wir! Das sind 200 Einheiten und die Bären, die laufen da so rum, ne? Kann man die auswählen, ne? Ne. Da ist die dritte Einheit. Auf geht's! So, da sind jetzt 300, oder? Ja. 100 Mann, Stärke von 564. Machen wir. Jetzt müsste man eigentlich die da holen. Jawohl. So, jetzt das unterstützen. Und ja, 97 Bären. Ich glaube. Sicher. Jawohl. Ja, die Bären sind jetzt erledigt. Na, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das. Und der letzte Bär ist auch erledigt. Auf geht's. So, die Ruinen besuchen wir jetzt. Ist die Frage, wie wir da drinne sind. 154, okay, da werden wir die Übermacht haben, definitiv. Das sieht doch gut aus. Aber hier wurde ständig und ewig wurden die Truppen, die Händler angegriffen, ne? Das brachte uns ja nicht weiter. So, gleich sind die weg. Meins. Erledigt. Nein, ich möchte nicht. Ich möchte nur die Truppen ein bisschen haben.
Machen wir. Ja, kriegen wir das Geld aufgehoben? Ja, diesmal hat es geschlappt. Ist schwierig, ne? Da muss auch noch irgendwo was liegen. Auf geht's! Gestaltet sich schwierig, diese Warenhaufen zu kriegen, ne? Ist gebongt. Irgendwie geht das nicht. Schwierig. Sicher. Die laufen immer hin und her, ne? Sieht man, ne? Ist gebongt. Hier sieht man schön diese Warenhaufen. Jawohl. Ah. Den Warenhaufen kann man auch direkt anklicken. Dann geht's. Okay, da ist eine Zelt. Ich glaube, da können wir Leute auffrischen, oder? Ja, das geht. Ist nicht verkehrt. Gut, dann schicken wir die erstmal zurück, glaube ich. Oder wir gucken hier, waren irgendwo noch Wege, Lagerer. Hier die Dingens. Lass erstmal nach Aleppo hier laufen. Gucken wir was. Ne, Aleppo war das nicht, wo die hinlaufen. Hier 75%. Irgendwo war jetzt gerade ein Angriff. Und das ist da oben, okay. Da sollten wir auch mal vorbeischauen, dass wir das auch hinkriegen. Gut, aber wir stehen kurz davor, dass wir hier die Belagerung haben. Das machen wir aber in der nächsten Folge und ja, kümmern uns da um den Angriff dann und dann schauen wir mal weiter. Okay, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann, tschüss.